Hallo Leute, liebe Alemannen. Ich habe heute auf dem Katschhof gesprochen und ich möchte in diesem Video dazu noch ein paar Worte sagen, denn mir war es wichtig, heute Haltung zu zeigen. Und das ist einer der wenigen Gründe, warum ich mich in meiner Rolle als Mitglied des Verwaltungsrates ausnahmsweise abseits des Gremiums öffentlich äußere. Eingeladen zu dieser Demo am Gedenktag zur Befreiung Auschwitz, dem Holocaust-Gedenktag, hatte ein breites Bündnis. Und zwar der Stadtrat Aachen und die Oberbürgermeisterin insbesondere. Es waren so ziemlich alle Gesellschaften der Stadt vertreten und es waren 20.000 Leute dort in der Stadt. Und nachdem die Alemannia zunächst abgesagt hat und ich eingeladen wurde, habe ich dem aus voller Überzeugung zugesagt und habe noch versucht, dass bis heute ein Vertreter des Alemannia-Präsidiums oder unser Ehrenpräsident Horst Heinrichs vor euch spricht. Das hat leider nicht geklappt. Es gab dann drei Stellungnahmen, zu denen möchte ich nur eines sagen, die dritte finde ich gut. Die anderen werden wir vereinsintern besprechen. Mehr möchte ich zu diesen Stellungnahmen einfach nicht sagen, weil das etwas ist, was wir zunächst intern besprechen müssen. Und ich glaube, ihr könnt nachvollziehen, wenn ich heute vor Ort war, wie meine Haltung ist. Denn ich habe eine. Und die ist ganz klar. Und deswegen habe ich auch heute an unsere 5 jüdischen Mitglieder erinnert, die dem Holocaust zum Opfer fielen und die einzigen 5 sind, die uns bekannt sind. Und das sind Fritz Moses, Erich André, Josef Keusch, Robert Salomon und Max Salomon. Einer unserer besten Stürmer seiner Zeit. Und ich werde euch in diesem Video die Rede verlinken, denn ich finde, dass wir Haltung zeigen und an unsere Mitglieder denken, ist unsere gesellschaftliche Verpflichtung. Und es ist keine Politik, sondern Haltung. Und wer meint, Politik soll Politik bleiben und Sport soll Sport bleiben, der soll bitte mit seiner Heuchelei aufhören. Ich persönlich bin es leid und wir bei der Alemannia setzen uns dafür ein, damit Sport Sport sein kann. Aber das geht nur gemeinsam mit der Politik. Fans im Stadion äußern sich politisch, indem sie sich gegen Investoren der DFL einsetzen. Ich gehöre übrigens zu den Gegnern von Investoren in der deutschen Fußballliga. Das kann man in einem anderen Video vielleicht mal besprechen. Ich finde auch, dass wir uns an anderen Stellen im Stadion zu Recht äußern, wenn es um die Stadionsverbotspolitik geht und um andere Repressalien, die Fußballfans betreffen. All das bedeutet aber nicht, dass wir doch Politik draußen lassen sollen. Und selbst wenn, heute waren wir nicht im Stadion, wir waren auf dem Katschhof, auf dem Markt und auf dem Büschel in der wunderschönen Stadt Aachen bei strahlendem blauen Himmel. Es war, glaube ich, seit Ewigkeiten der Fall, dass ich im Trikot und Schal durch die Stadt ging und nicht unterstützend oder wohlwollend oder selbst ja mitleidig angeguckt habe, wo es zu schlechten Zeiten auch schon mal zu einer Einladung zum Bier kam, weil es uns bei der Alemannia nicht so gut ging, sondern heute wurde ich angeschaut, wie lange nicht mehr. Denn die Alemannia war heute eigentlich nicht erwartet worden. Sie war erhofft und eingeladen und plötzlich stand ich da, alleine. Ich habe einige Alemannen in der Menge gesehen, aber ich stand dort an der Bühne und es kamen Abgeordnete des Europaparlaments, des Bundestages, des Stadtrates aus allen Parteien. Die Oberbürgermeisterin hat mich angesprochen und hat gefragt, was denn bei uns los ist. Und ich war auf einmal in der Situation, etwas zu erklären, was nicht meine Aufgabe ist. Und ich habe mich echt nicht wohl gefühlt. Als ich meine Rede anfing, gab es sogar Buhrufe. Sie sind zum Glück schnell verstummt. Und das kann ich nicht nur intern bei der Alemannia ansprechen. Und ich verspreche, dass ich das auch bei uns auf der nächsten Sitzung ansprechen werde. Denn Alemannia hat in der Vergangenheit Haltung bewiesen und sie wird es wieder tun. Und das sollt ihr wissen. Und wenn ihr meint, dass alles unpolitisch ist, dann werden wir diesen Aufstieg nie schaffen, weil nur dank der Stadt haben wir noch ein Stadion zu sehr günstigen Mieten, was streng genommen sogar ein Wettbewerbsvorteil ist. Wir waren nicht mehr in der Lage, 2 Jahre unser Stadion zu bezahlen, sodass die Stadt es uns abgekauft hat. Auch müssen wir hier der Stadt und der Politik dankbar sein, dass sie uns den Arsch gerettet hat. Wir bekommen übrigens auch dank der Politik einen neuen Trainingsplatz, der gerade gebaut wird, denn ohne den Stadtrat wäre das nicht möglich. Und wir hätten sonst diesen Platz nicht, denn aktuell können wir auf dem Platz, der noch hinter dem Stadion ist, nicht trainieren.
es hängt zusammen, liebe Freunde. Man muss politisch streiten. Man muss unterschiedlicher Meinung sein. Aber jeder, der meint, dass doch diese Politik-Scheiß woanders hingehört, der kann, glaube ich, auch dem Tivoli gestohlen bleiben. Denn wir haben eine Haltung und diese Haltung ist unumstößlich. Und an alle Mitglieder von Alemannia, die sich gerade mit Migrationshintergrund oder ohne Migrationshintergrund Gedanken machen, die Angst haben oder sich unwohl fühlen, ich habe ein offenes Ohr und ich weiß, ich bin nicht der einzige Alemanne, der es hat. Und ihr dürft mich gerne kontaktieren. Ich höre euch zu und bin für euch da. Und jetzt freue ich mich wirklich sehr. Es gab heute schon ein paar Bezüge und ich freue mich sehr, dass wir einen Verwaltungsratsmitglied der Alemannia Aachen hier auf der Bühne haben, Friedrich Jeschke. Vielen Dank. Erich André, Josef Keusch, Fritz Moses, Robert Salomon und Max Salomon. Das waren nicht die Balljungen vom legendären Spiel Alemannia Aachen gegen den FC Bayern von vor fast 20 Jahren. Das waren auch keine Ergänzungsspieler der Aufstiegsmannschaft, die auf Sternen vor dem Tivoli verewigt sind. Das waren und sind jüdische Mitglieder der Alemannia. Diese 5 Mitglieder sind namentlich bekannt. Die Dunkelziffer ist höher. Mein Name ist Friedrich Jeschke, ich bin Mitglied des Verwaltungsrates und nicht alles, was im Netz steht, muss man unterstützen. Ich bin heute hier, um mit Ihnen, den Mitgliedern, zu gedenken, die wir im Holocaust verloren haben. Unsere Spieler wurden durch Ideologie der Faschisten aus dem Verein getrieben. Es findet sich lediglich eine knappe Formulierung in der Vereinszeitschrift. Seit April 1933 war für den Deutschen Fußballbund Angehörige der jüdischen Rasse in führenden Stellungen der Verbandsinstanzen und Vereine nicht tragbar. Und nachdem unser Stürmer Max Salomon im April 1933 den Verein verlassen hatte, tauchten weitere Namen auf, die einfach nur unter Abmeldungen geführt wurden und Streichungen. Und diese Namen tauchten später auf den Listen der KZs auf, wo sie ermordet wurden. Max Salomon war einer der besten Stürmer in der Region und er hatte eine Beziehung mit einer Nichtjüdin. Und deswegen wurde er der Rassenschande verurteilt. Und dann floh er nach Frankreich und dort war er ein Deutscher. Damit war er Landesfeind und er wurde verhaftet und eingesperrt. Am 4. September 1942 wurde Max Salomon dann von den einmarschierenden Deutschen wiederum in einen Zug nach Auschwitz gesetzt und deportiert. Da verliert sich seine Spur. Und ich stehe hier als Alemann und Öcher und ich weiß, dass auf diesem Platz und auf dem Markt Aachen und Alemannen sind. Und wir sind nicht schweigend. Wir gehören auch zu denen, die das nie wieder wollen. We remember. Und Faschismus und Rassismus hat hier nichts verloren. Weder im Stadion noch außerhalb. Und ich danke Ihnen und das sollen Sie wissen. Vielen Dank. Und er war Alemanne. Er trug den Adler auf der Brust. Und wenn ihr jetzt immer noch der Überzeugung seid, dass wir ihm nicht gedenken sollen und allen anderen, die ermordet wurden und deren Angehörigen und Nachfahren, dann fehlen mir an der Stelle tatsächlich die Worte. Denn nichts anderes war heute Thema und sich klar gegen rechts abzugrenzen, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Ich stehe dafür ein, dass das nie wieder passiert. We remember. Und Sie sollen wissen, und ihr sollt wissen, dass Alemannen keine Nazis sind. Für alle, die sich jetzt von diesem Video getriggert fühlen, lebt damit.